Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von Fancells. Tüte kann weg. Das war eine große Tüte. Ich habe nämlich nochmal was Großes bestellt und auch da ist leider ein bisschen was kaputt, aber nur ganz, ganz wenig. Das muss einfach besser eingepackt werden, sage ich direkt jetzt mal. Ich habe mir nochmal so ein Köfferchen bestellt und der ist bei Fancells sehr, sehr günstig. Leider ist hier ein bisschen was abgebrochen, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Es ist trotzdem noch funktionstüchtig. Ich habe den Koffer ja schon mal bestellt und das kam etwas demoliert an. Aber den habe ich immer noch in Verwendung und der ist immer noch super gut. Das hält alles trotzdem. Und ja, aber ich habe jetzt noch mal was bestellt, einfach um noch ein bisschen was einzusortieren, weil ich finde auch, dass man da gut auch für ein größeres Bild alles einsortieren kann. Unten auch die Steinchen, wenn man die Tüten einfach nur so benutzt, oben alles. Und dann kann man das auch super gut mal nach draußen transportieren und hat nicht so die Hände voll. Ich finde das sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir das noch mal bestellt. Und tatsächlich, eventuell könnte ich das sogar noch mal gebrauchen. Ich finde das richtig, richtig gut allgemein, um Sachen einzusortieren, nicht nur für Diamond Painting, weil dann hat man alles beisammen, kann das gut nach draußen transportieren. Gut, jetzt wird es wieder ein bisschen kälter, aber es wird auch irgendwann mal wieder Frühling und Sommer und dann kann man das so schön in den Garten mitnehmen oder auf die Terrasse und finde ich super praktisch, dieses Köfferchen mit dem, dann kann man das ja, ne, durchdrehen, öffnen und verschließen. Und dann wie so ein Angelkoffer öffnet sich das. Ich finde das so, so gut. Hier ist einmal so ein großes Fach. Da mache ich immer die Stifte rein. Dann gibt es hier nochmal kleine, so drei unterteilt. Da habe ich dann Zipptüten drin, Wachs, Washi-Tape, Schere, Schiffchen passt hier auch sehr gut rein. Und unten habe ich dann meistens noch irgendwie einen Schieber, die Steinchen oder ja, was ich sonst noch so brauche, Kleberchen, Release Paper, passt da alles gut rein. Ich finde das so, so gut, super praktisch und kann ich euch absolut empfehlen. Aber das muss einfach ein bisschen besser verpackt werden. Aber ist sehr, sehr, sehr gut. Kann ich absolut empfehlen, wirklich. Und ich glaube, dass ich mir das nochmal hole. Dann werdet ihr das nochmal sehen. Vielleicht alle guten Dinge sind drei und dann ist nichts dran, wer weiß. Dann habe ich mir noch was bestellt, da kam leider die falsche Farbe an. Ich wollte eigentlich grün, also türkis haben, aber es kam blau. Nichtsdestotrotz finde ich das aber trotzdem super schön. Das ist diese Steinchentulpe. Da kann man dann hier quasi den, ja, die Reststein, also diese Steinchen, die nicht so gut sind, diese Ausschusssteinchen oder was auch immer. Und dann kann man das sehr gut von dem Stift hier so abstreifen und dann sammelt sich das hier alles. Und das kann man einfach hier per so Saugknopf dann überall dran machen und hält dann auch super gut am Tisch. Ich finde das sehr, sehr cool und das könnte man auch zum Beispiel unten reinmachen in das große Fach. Und dann hätte man alles zusammen, braucht nur noch sein Bild unter den Arm klemmen und kann damit los, wo auch immer man hin möchte. Ich finde das richtig cool und ja, blau gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Deswegen bin ich jetzt nicht unzufrieden damit. Und dann habe ich noch vier Bilder bestellt. Das hier. Ich finde das so süß. Ich zeig's euch. Das ist zwar klein, aber das sollte man nicht unterschätzen, weil da hockt man trotzdem eine Weile dran und das ist mit Strasssteinchen. Aber, oh Leute, es ist so süß. Oh, super niedlich. Ich finde das richtig, richtig schön. Oh, hat mir so gut gefallen. Die Augen sind so schön. Super niedlich. Es hat mir richtig gut gefallen. Nächstes Bild ist ein Teilbild und dann habe ich noch eins 50x50 und 40x40. Also bunt gemischt heute. Ich fand das so lustig, Leute.
lege ich mir auch wieder direkt unter den Teppich. Oh, ich finde das irgendwie super niedlich und super lustig. Ja, ich liebe aktuell Teilbilder immer noch. Früher total gehasst, aber jetzt... Ich mag das irgendwie. Das hat auch was. Toolkit. Und das hier sind die Steine. Runde Steine. Bunt gemischt so. Ja, naja, gut. Was heißt bunt gemischt? Fast. Es ist grün dabei. Es ist rot dabei. Hellblau, weiß, gelb, orange. Also, ja. Ich finde das auch, ja, etwas größer. Und ich finde das Leinwand-Paint-Verhältnis ganz gut. Es sind 15 verschiedene Farben. Das ist auch schon mal krass für ein Teilbild. Es ist, ich finde es irgendwie witzig. Der Frosch hier mit den riesengroßen Augen, Leute. Und dann hier der Tausendfüßler. Und dann hat er hier so den Kopf auf der Hand. Da könnt ihr sehen. Ich finde ihn irgendwie super süß. Der sitzt so da, als würde er mir jetzt total zuhören und würde das super interessant finden. ja. Und ich mag das, wie das aufgebaut ist hier. Ich mag das Rendering. Ich finde das richtig schön. Und dann auch dieser Tausendfüßler hier zwischendrin. Den kann man so dann halt auch super gut noch erkennen. Gefällt mir. Ist schön. Dann geht es weiter mit dem 40x40 Bild. Und zwar mit runden Steinen. Toolkit, bisschen Meerwachs drin. Oha, alles in Zipptüten. Sehr cool. Guckt mal, die Farben, bisschen gedecktere Farben. Ihr seht auch gleich warum. Ich fand das irgendwie schön. Ist jetzt mal was nicht so Kindisches auch. Das hat 22 Farben, wie gesagt, 40x40 cm, und ich fand das einfach total schön, so ein bisschen nostalgisch und irgendwie auch herbstlich. Das ist es. 40x40, wie gesagt, guckt mal. Oh, so schön hier diese, was ist das für ein Kaffee oder ein Kakao? Dann diese schönen herbstlichen Blumen irgendwie, also die sehen halt so herbstlich aus. Dann steht das alles auf dem Buch. Ich finde, das kann man sich dann auch gerne mal so in die Leseecke hängen. Hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ist schön. Bisschen unaufgeregter. Der Kaffee oder Kakao, was auch immer es ist, sieht total schön aus. Ist halt super viel Weiß dabei, aber trotzdem schön. Kommen wir zum letzten Bild. Das ist dafür umso knalliger. Das ist sehr bunt, ist mit eckigen Steinen. Aber irgendwie, oh, das ist cool. Das ist irgendwie total cool. Toolkit, aber wenig Wachs nur, aber das braucht eh kein Mensch. Leute, mein Gott, was sind das für schöne Steine? Die Farben. Ich komme mir vor, als würde ich Tidi Schnickschnackbild auspacken. Leute, die Farben einfach. Oha, alles so knallig. Neon, Pastell. Oh, Leute. Oha. Oh, die Farben einfach so schön. Und das Bild auch irgendwie, ich finde das richtig geil, Leute. Oh, das ist so ein schönes, knalliges Sommerbild. Das macht bestimmt richtig Bock. Oh, ich liebe es jetzt schon. Tada! Oh, Leute, ich finde das total cool. Also... Richtig, richtig geil ist das. Guckt mal.
Boah, das macht bestimmt richtig Spaß. Boah, mega, Leute. Die Blume hier mit rosa und grün, auch total cool. Boah, das ist so geil. Oh, hier auch so schön. Was jetzt ein bisschen, was ich persönlich jetzt nicht so mega gerne mag, ist, dass die Farben, die Felder hier so ein bisschen übergreifend sind, dass das nicht Kästchen für Kästchen ist mit der Farbe. Das mag ich nicht so gerne. Ach, wenn das jetzt noch so, ja, ein bisschen genauer alles wäre, hier seht ihr es, dann wäre es perfekt. Aber das Motiv, Leute. Oha. Richtig, richtig geil. Das war's jetzt mit dem Video, mit dem Haul. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Boah, das letzte Bild war ja mal richtig nice. Ja, schöne Sachen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.